Hallo und willkommen zurück zu Celeste. Ah ja, was war dein Plan hier? Wahrscheinlich sowas in der Richtung. Genug Höhe. Okay, warte mal. Hier ist eine Wand. Ah. Ja, so in der Art, aber ich brauchte halt noch den Dash. Wie macht der denn das? Macht der dann noch einen normalen Jump? Macht er wirklich nur einen normalen Jump? Ich bin mega verwirrt. Mega verwirrt. Na nee, also... Like, er macht schon irgendwie... Ist halt so komisch, wenn ich mir das Monitor. Wenn ich mir das hier so anschaue, jetzt muss erst noch durchgehen. So. Dann macht er das ja, also erstmal geht er an die Wand. Dann... Achso, der macht noch einen zweiten... Aber, ja. Irgendwie macht er das. Wie macht er denn da noch einen zweiten Jump? Dann macht er irgendwie einen Dash-Jump und noch einen Jump. Danach. Ich weiß nicht mal, wie das gehen soll. So in der Art macht das ja. Er macht ja irgendwie so eine Art von Dash.
Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, wie genau er dann das mit der Höhe hinbekommt. Like. Ich meine, dass das ja ein mehr Höhe bringt. Aber das bringt mir ja auch nicht den Speed, den ich brauche eigentlich. Kannst du? Nein. Das war jetzt gerade halt so eine Idee von mir. So einen einfach nur geraden Dash zu machen, aber irgendwie funktioniert das scheinbar nicht. Ich kriege halt auch mein Dash nicht wieder. Was halt eine Problematik ist, wenn ich das hier machen will. Die Sache ist halt, wenn ich das mache, dann kriege ich mein Dash wieder, aber da fliege ich nicht richtig. So. 100. Standard. Na gut, und da haben wir unseren neuen Safe Spot. Ist das die Solution? Funktioniert das? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich muss es straight treffen, weil so wie ich es gerade gemacht habe, habe ich, denke ich, gleich das Problem, dass ich quasi nicht, genug Speed zur Seite kriege. Ja, er geht da auch. Warte mal, wie genau macht er das? Okay, ich bin mir unsicher, wie genau das funktioniert. Es geht halt auch, glaube ich, irgendwie wieder so im Prinzip, dass er direkt da so einen Dash macht und dann nochmal auf der zweiten Plattform dann nochmal. Warum ist da hinten überhaupt einer? Wow. Schade, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Nein. Wenn das Spiel nicht die ganze Zeit Micro bleiben würde. Oh, hab ich. Warte, was? Hab ich das an? Oh, das ist an. Wusste ich jetzt gerade gar nicht. Nein. Warte mal, ich sollte aufhören, festzuhalten. Perfekt.
ich weiß nicht so ganz how, aber es ist mir eigentlich recht wurscht. Okay, das ist mir auch relativ wurscht. How? Okay, gut. Gut. Okay. Das ist auch schön. Wie garantiere ich denn, dass ich... Hä? Ja, nee, das schräge Stashen kann ich nicht überleben. Seitliche Stashen kann ich auch nicht überleben. Kann ich alle nicht überleben. Wie genau funktioniert diese Passage? Ha? Huh? Okay, ich... Okay, also an sich schon so, wie ich es gemacht habe, aber er macht dann irgendwie was. Ah, warte, das macht er. So. So soll er eigentlich, ja. Wie viel Kies habe ich eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viel Kies hat er? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier habe ich aber einen mehr als er. Okay, warte. Was ist das hier? Ich meine, ich sehe das, ich sag mal, Conundrum. Ich kann wahrscheinlich nicht, Das reicht auch nicht. Okay, dann muss ich mal schauen, wie er das macht, WTF. Wenn das beides nicht funktioniert. Hä? Aha, WTF. Okay. Wenn du ein Ding vorskippst und du dann einfach sonst wo bist. Okay, machen wir es ja langsamer. Das müsst ihr euch anschauen, weil ich nicht verstehe, wie das überhaupt geht.
Also er hat hier zwischendrin nicht gestoppt. Like, er macht das da. So. Ja. Das ist irgendwie interessant. Wahrscheinlich ist er nicht mehr im Dash-State, wenn er dann ankommt. Das ist wahrscheinlich der Trick dabei. Ja, müssen wir schauen. Ah, stimmt. Ja. Er verwendet doch keinen. Er verwendet doch danach keinen Dash mehr, oder? Ah, warte, machen wir das wieder auf meinen zweiten Screen, aber ist nebenbei an. Er verwendet doch, like. Ja, genau, hier hat er keinen Dash. Genau, der springt einfach genauso, dass er rüberkommt. Wie? Macht er diesen Jump? In welchem Frame muss ich da das denn bitte schön? Ich darf es ja quasi nicht zu früh, aber auch nicht zu spät aktivieren. Verstehe ich das richtig? Weil wir müssen ja irgendwie den Speed mitnehmen. Ja genau, hier hatte ich jetzt irgendwo noch Speed dabei. Aber, like, ich habe das Gefühl, man muss like die perfekte Höhe haben, bevor man runter dasht. Keine Ahnung, ihr seht es ja, habt ihr ja gesehen, wie es richtig funktionieren soll. Aus Standard ein. Und 100. Gut. Warum sind da jetzt Laser? Was heißen die? Warum sind da Laser? Bedeuten die Laser?
bin mir unsicher, was die Laser machen. Weil sie kommen mir nicht so vor, als wenn sie das blocken, dass ich da reingehe. Aber eigentlich ist es nicht schlimm. Genau, weil die Strategie ja eigentlich... Wait, what? Dass man manchmal irgendwie... Ich bin verwirrt. Ja, WTF, warum kommt man da jetzt auf einmal so viel weiter? Manchmal habe ich Momente, wo ich einfach so viel weiter fliege damit. Ach, liegt das daran, weil ich... Oh mein Gott, Alter. Ich sehe schon. Das ist nicht ganz so hilfreich, aber gut. Aber vielleicht, wenn ich es kontrollieren kann. Ich glaube, ich muss eine andere Richtung zeigen. Oh mein Gott, also im Endeffekt, ich fliege weiter, wenn ich halt in die Richtung zeige. Alter, was macht denn er in dem Video hier? Wie genau löst er das? Ich bin mir auch exakt nicht sicher, was die Laser machen. Hä? Weird, das konnte ich gar nicht machen, was der da gerade getan hat, aber ist okay. Hä, das macht doch gar keinen. Ich bin ja zurückgegangen, irgendwie kurz. Weiß nicht warum. Okay, ja, der macht die drei Dashes von denen. Ah, natürlich, natürlich, der steht dort gerade hoch mit dem Walljump. Weißt du was? Das ist mir einfach ein bisschen zu schnell. Ja, genau. Schon wird es 50.000 Mal einfacher, wenn es nur noch halb so schnell ist. Wait a minute, was? Warte mal, wie macht er das? Der steht auf jeden Fall auch rüber, wenn er es ein bisschen anders macht, aber das ist eigentlich egal, denke ich zumindest mal. Dann fällt er dort runter. Hat das jetzt was mit der Linie zu tun? Ich bin mir jetzt da unsicher. In welchem Moment passiert der Dash bei ihm? Wenn die Linie so auf halber Mitte mit ihm steht. Und zwar von der Seite kommt. Okay, keine Ahnung.
Woran sterbe ich überhaupt? Achso, schon direkt da. Ja, das geht. Aber warum sterbe ich dort? Wie genau macht er das? Da macht es halt like straight nach oben. Ich meine, like, das ist ein Neutral Wall Jump. Der ist aber nicht richtig. Okay, ich musste festhalten gedrückt halten. Also im Endeffekt musst du quasi Wall Jumpen sofort. Sure. So. Gut. So, man nutzt den als Hilfe anstatt als ein Obstacle. So schaut's aus. Lieber Herr Oshiro, und wir sind bei 30 Minuten, wir werden nicht vergessen und hören.